Weiter geht's. Wir haben da hinten einen weiteren Trollkönig, der Bekanntschaft mit unserem Speer haben möchte. Und mit Lennarts Schwert, Julies Stab, wie auch immer. Es sind noch einige kleine. Ich glaube, ich lasse Lennart nochmal dran. Auch wenn er... Ach, der hat noch keinen... Ich dachte, er hätte schon wieder volle Punkte, damit ich Armageddon machen könnte und wäre dann noch ein bisschen... Oh, jetzt habe ich mich verwandelt. Verdammt. Ich dachte eigentlich, dass ich mit Abaddon noch Leute in der Höhle da besiegen kann. Jetzt muss ich das mit normalen Schlägen machen. Dreh dich, Kamera. Dreh dich. Ah, so geht's. So, ich will die hier machen. Es geht schneller. So, jetzt habe ich Zeit für dich, Großer. Schaden, na? Fällt dir das? Ich gehe mal weiter in die Höhle rein. Vielleicht können wir das so managen, dass wir noch ein paar andere damit machen. Man muss das ja ausnutzen, wenn man schon der White Knight ist. Ah, leider ist die... Ah, doch, Kamera geht noch. Reicht das schon für den Herrn? Ja, es reicht. Komm, Spinnies und Schattenblumen. Charakter wechseln. So. Oh. Ein Speicherplatz. Und eine Blume. Eine Pusteblume. Gut. Was heißt Pusteblume? Oh, Erstruhe. Goldklumpen. Pusteblume. Riesiger Löwenzahn. Es weht hier nicht genügend Wind zum Überqueren der Schlucht. Aha. Interessant, oder? Nicht genug Wind für eine Überquerung der Schlucht. Okay. Laufen wir weiter. Da ist nochmal eine Statue. Hallo. Oh, Cutscene. Okay. Wenn das noch klein ist, will ich keine großen sehen. Da müssen wir jetzt was Ordentliches rausholen. Jetzt machen wir Omega-Schläge. Den weißen Ritter habe ich ja klugerweise verballert. Naja. So stark ist sie ja gar nicht. Hält sich ja echt in Grenzen.
und ich habe keine MP-Punkte mehr. Und ich bin vergiftet. Oh. Schon wieder zusammengefallen. Oh, es ging ja eigentlich vom Kampf her. Und ich sehe, wie... Nochmal ein Wurfspeer, das wird dir doch noch sicher gefallen, oder? Ja, 74 Schaden. Das dürfte es ja gleich schon gewesen sein für die Spinne. Die Düsterspinne, ich komme nicht an ihren Kopf dran. Doch. 91 und geschafft. You okay? That should do it. But why are you helping me when you know all about me? Do I? And here I just stare and stare at you, wishing I knew more. Besides, I told you. You're our friend, Kara. I trust you. Caesar. Ob das mal nicht ein Fehler ist, Caesar? Oder ist dein Drachenauge wirklich so mächtig? Wer weiß? Aber für uns heißt es erstmal, weiter geht's. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ah, relativ am Ende des Parts, aber noch nicht am Ende. Level-up wäre nicht schlecht für so alle, ne? Ach, wollte ich eh ja noch nachgucken. Hätte ich jetzt fast beim Kampf vergessen. Lennart ist am Boden festgewurzelt. Ich hau die mal hier. Das vielleicht was? Nee, ich glaube, ich war mal wieder zu lange. Egal. Nicht schlimm. Hau drauf. Schön. Ich finde, wir sind relativ zügig hier. Mit den Gegnern immer fertig jetzt so. Schade, dass die Magiepunkte sich nicht regenerieren während des Kampfes so. Wenigstens langsam. Dass das wirklich nur außerhalb funktioniert. So. Jetzt nicht vergessen nachzugucken. Fertigkeiten. Ich meine, ich hätte irgendwann ein Level abgehört. Und ich hatte recht. Julie war ein Level abgestiegen. 15. Oh, nehmen wir ja. Ah, machen wir sie mehr auf Heiler jetzt. Erwecken? Oh, erwecken! Das ist das Wiederbeleben. Und heilen. Heilen 2 plus. Das würde ich auch gern haben. Egal, dann nehmen wir noch Heilen. Erhöht die Abwehr aller Verbündeten in der Umgebung. Das ist super. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie es automatisch nutzt, aber wenn sie es nutzen wäre, wäre es super. Eine leichte Panzerrüstung. Ich weiß nicht, ob die gut ist. 20 Abwehr. Oh, die ist stärker. Ausrüsten. Plattenrüstung. Eldor, du darfst Plattenrüstung tragen. Wenn du kannst. Und er kann, und dann kann die Stachelrüstung weg. Oh ne, gibt's ja noch nicht. So, gucken wir doch mal die Plattenrüstung an.
Ja, das bisschen soll besser sein. Man glaubt es kaum. Bisschen Brustpanzer ist manchmal, wenn er Gold ist. Das ist wahrscheinlich das Wichtige daran. Der muss Gold sein. Dann ist der auf jeden Fall sicherer. Es ist auch wie in den normalen Spielen. Man bekommt die Eisenrüstung und die Stahlrüstung und dann bekommt man eine Goldrüstung. Dass man Gold eigentlich schon fast mit der Hand in der Dicke durchbiegen kann oder verbiegen kann, das ist egal. Sprich, das wäre nicht so der gute Schutz. Aber egal. Wir haben ja auch hier ein Stück Metall vor der Brust, was besser ist als eine komplette Plattenrüstung. Nur geringfügig, aber besser. Oh, ich breche jetzt mal auch im Kampf ab. Aber der Part ist vorbei. Bis dann. Ciao.